Stirb, du Wurm! Genug geredet! Ran an den Speck! Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Gwent, meine lieben Freunde. Ich musste gerade mal kurz überlegen, in welchem Spiel wir jetzt hier eigentlich sind. Weil die sich ja auch mal alle gleich aussehen. Haha, Schenkelklopfer. Okay, so, da in der letzten Folge ja schon wieder nicht so gut gelaufen ist, müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier so treiben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch in letzter Zeit irgendwie Pech, was wir hier auf der Hand haben, oder? Jetzt spielen wir gegen Monster, okay. Bin gespannt, ob wir heute in der letzten Runde, also in der letzten, also wenn wir spielen ja zwei Runden nochmal, in dem letzten Match besser gesagt, wieder in den typischen. Was war das? Ein Skelliger? Obe, ja. Nee, ein Skelliger war das nicht. Nilfgaard? Womit war Nilfgaard? War nördlich Genickreich? Weiß gerade nicht. Auf jeden Fall in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, in dem letzten Match, hatten wir ja immer die gleichen. Und es war tatsächlich schwierig zu gewinnen. Und es hat Boom gemacht. Okay. Dann spielen wir erstmal den aus. Die Beine aus. Dann würde ich wahrscheinlich Frost. Peace. Ja, da in der Mitte ist egal. Hey ho, hey ho. In der Mitte ist tatsächlich erstmal egal. Oder auch nicht. Ach, ich bin doch so blöd gewesen, oder? War ich jetzt gerade doof, Freunde? Ich war gerade doof. Boah, mein. Ah. Nein! Widerstand ist zwecklos. Knack, 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 knack. Ihr könntet doch die eigentlich genau in die Mitte legen können, wo das Eis war. Aber der hat ja beißender Frost, der macht ja dann mehr Schaden, ne? Was stimmt? Auf die Seite ist eine gewünschte Einheit, füge ihr zwei Schaden zu, wenn. Vier Schaden. Ach so, deswegen, okay. Das war ein bisschen doof gerade und nicht nachgedacht. Aber hier. Ja. Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Ich überlege, ob wir. Gucken, was er jetzt erstmal macht. Ich überlege, ob wir die Zweier ausspielen, also den Zwergenaufhell Wiegler. Oder ob wir Truefield ausspielen. Este es el Kreasa. Wähle eine andere, ja. Frost! Yay! Ekelhafter Typ. Shit, ey. Nimm mal wenigstens noch die Vierer mit rüber, ohne dass er stark gehittet wird. Okay, Déjà-vu, fast. Okay, die Goldkarte brauchen wir ja nicht. Die ist ja recht sinnfrei. Jetzt gerade zum. Momentan. Okay. Ich bin echt am Überlegen, aber das bringt noch nichts. Na,
Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste jetzt nicht, auf was ich hinaus soll. Ich habe überlegt, aber kam jetzt nicht die Scheiterte raus. Ja, ist der jetzt AFK? Wenn er jetzt, also, die wird dann weggeschmissen, ne? Oder spielt er denn irgendeine aus? Gehst ja nicht mehr, war schon lange keiner mehr AFK. 3, 2, 1. Mhm. Er hat aber noch Glück gehabt mit Passen, oder? Da hat er jetzt aber wirklich, wirklich Glück gehabt. Das war jetzt knapp. Na, schwierig, Goldkarte. Such dir Freunde. Ich hab doch gar keine. Okay. Jetzt könnte es interessant werden. Wer will als Erster? Wir haben alle Goldkarten. Oh mein Gott. Wir haben. Wie viele Karten extra haben wir denn? 1, 2, 3, 4. 4 Karten extra. Quasi. Modo. Zur rechten. Verbessere die 2 Einheiten zu beiden Seiten dieser Einheit um 2. Okay. Dein Cursor ist hier unten rechts hier. Na, da ist dein Cursor. Achso, er kickt wahrscheinlich gerade. Hä? Verwirr mich nicht. Hat er jetzt gesagt, er kickt oder er guckt? Okay, er hat die Karte ausgespielt. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich die ausspiele, kann er ja, dreht die sich denn um, nee, ne? Haut's doch mal unten ganz lieb bitte unten in die Kommentare. Wenn ich den jetzt spielen würde, den Turo 4, und auf der anderen Seite liegt auch einer umgedreht, dann bleibt die andere Seite doch auch umgedreht, bis ich eine andere Karte ausspiele, die Damage zufügt, oder? Also spielen wir erstmal Geralt aus, da ich mir jetzt unsicher bin und nicht die Karte umsonst verbrauchen möchte. Lassen wir uns 5 Hits ziehen. Das ist halb so schlimm. Antikorgift sollte helfen. Das ist halb so schlimm. Das ist jetzt nur die Frage. Interessant, 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 mein Freund. wir spielen jetzt die aus. Dann. Es zieht ein Unwetter auf. War es das auch schon? Zeit nutzen. Die macht doch nicht. Bronze Sonderkartenspiele 1 aus und ja, ich habe dir mitgeholfen beim Lesen, mein Freund. ja. Trau dich. Gott, gerade kick mal, der macht. Zieh die obersten 2 Goldkarten und die. Oh, was? Was ist er denn für einer? Okay, wir lassen das mal noch. Nein. Endlich müssen wir die gleich weghauen, oder? Was sagt ihr? Was würdet ihr jetzt in der Situation machen? Würdet ihr jetzt den Tagesanbruch spielen oder würdet ihr jetzt eher. Noch eine andere Karte vorher spielen. In der Hoffnung, dass er noch was anderes macht. Also ich mache jetzt erstmal so. In der Hoffnung, genau. Dass er vielleicht noch mal Frost ausspielt. So viel Frost kann er ja nicht haben. Wir hätten doch den Frost wegspielen sollen. Dann machen wir direkt mal. Okay, Fehler. Aber hey, wir müssen ein bisschen ausprobieren und ein bisschen gucken. Ich muss erstmal so meine Taktik so richtig finden. Deck so richtig spielen wie möglich. In allen Variationen und allen Varianten. Und das ist ja eigentlich so einfach. Es gibt kein Entkommen.
Weil wird auch mal verdammt schwieriger. Desto höher du kommst, desto schwieriger wird es mir aufgefallen. Wir haben schon verdammt gute Karten, Mann. Also manchmal echt verdammt gute Decks. Und die verstehen sie manchmal besser. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben jetzt 8 Punkte. Also, was sollen wir jetzt noch viel reißen? Wir können nicht viel reißen. Adam Clemens Warsberg, Pedlon Wort. Nicht wirklich. Boah, Alter. Was soll ich denn dazu jetzt noch sagen, Freunde? Das ist doch schrecklich. Mahakam! Elfengeschwätz. Na, da oben 18. Wir retten unsere Goldkarte lieber. Damit zu strapazieren. Okay. Die Menschheit ist ein Virus. Könnten wir Glück haben? Dann ist es Glück. Alter. Nee, ich glaube, das Ding ist gegessen. Gerade so ein bisschen deprimiert, ist jetzt hier, also ich nehme ja, heute ist für mich ja noch Freitag, für euch ist ja schon Samstag. Und das ist jetzt schon die zweite Folge, die ich gerade aufnehme. Und die endet ja genauso, wie die andere angefangen hat. Das ist ja echt, das ist ja, boah. Ja, wir könnten jetzt da oben die noch auslöschen, aber warum? Warum sollten wir das machen? Aus welchem Grund? Wir können nichts mehr reißen. Blöde Däune. Tja, was läuft denn bei uns gerade schief? Nicht wundern, warum ich gerade so ein bisschen ruhiger bin. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert. Aber man, das ist wie beim Golfen. Man muss die letzte Runde vergessen, um besser durchzustarten. Yes, man muss den letzten Schlag vergessen. Das ist beim Golf so. Wenn du einen scheiße geschlagen hast, dann musst du ihn vergessen. Weil sonst, wenn du die ganze Zeit dran denkst, oh, ich hab Kacke geschlagen, dann spielst du die ganze Kacke. Die ganze Zeit Kacke, ja. Ja, stimmt. Spielst du die ganze Zeit Kacke weiter. So, das wollte ich sagen. Und so ist das hier wahrscheinlich genauso. Ja, ist Kacke gelaufen, vergessen und wir vergeben uns mal alle. Okay, so, jetzt lädt er hier wie verrückt. Ah, jetzt. Okay. Och nein. Mahakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Okay. Okay, wir. Ihr wisst, warum ich auch nein gesagt habe. Oh, komm schon. Wir ziehen aber auch ein. Wir hatten mal Glück, wir hatten mal vernünftige Karten gezogen. Los, kommt! Wer will als Erster? Wir hatten mal vernünftige Karten. Ja, wir hätten doch den. Ich hab ja nicht Jaben gesehen, das war ja geil. Die Beine aus. Die da oben verwandelt er ja dann wieder wahrscheinlich. Todeswunsch generiere eine zufällig gewählte Reihe einer Harfigen Küken. Okay. Aktiviere, deaktiviere. Och, nö. Okay. Na? Die Server sind gerade wieder ein bisschen anscheinend langsam. Zu spüren bekommen. Die Server sind gerade wieder anscheinend langsam bei Gwent. War ein bisschen langsamer, weil Verbindung gerade.
Besser, dass ich eigentlich schon früher nicht die Monster mochte. ja. Los, kommt! Wer will als Erster? Okay. Hattet ihr schon mal ein richtig Unentschieden, sodass das Spiel auch unentschieden ausgegangen ist? Also erste Runde unentschieden, zweite Runde unentschieden und dann ist ja vorbei. Hatte ich Glück bis jetzt bloß ein einziges Mal. Oder zweimal? Wisset ja nicht. Mehr. ja. Wir warten mal noch ein bisschen. Und was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier eine Goldcard, das ist auch alles. Ja, was soll's? Schwimmen wir die aus? Um zu gucken. Okay. Läuft gut. Läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist überflüssig, meine Zunge damit zu strapazieren. Okay, machen wir halt so. Dann haben wir halt ein bisschen mehr. 35, ja. Darf ich anfangen zu weinen? ja. Bringen wir es hinter uns. Das ist ja schrecklich. Ist das nur in der Rangliste jetzt so oder ist das in freien Matches auch so? Die sind ja schrecklich. Gut, natürlich, aber. Wisst ihr, das erste Mal Rangliste? Oh, voll Freude einfach. Naja, ist klar, dass es schwerer wird, weil da oben wird es schwerer, aber. So weit oben sind wir doch noch gar nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir können die 16er auslöschen, aber. Pff, warum? Wir könnten rein theoretisch unseren Zwerg unten retten. Bevor er ganz kaputt geht, der arme junge Mann. Wir müssen zusammenbleiben. Naja, snack mal ruhig weiter, mein Junge. Mach mal. Was macht denn der eigentlich? Das ist doch bloß, wenn eine verbündete Einheit eine Karte verzehrt und sich diese Einheit auf deiner Hand im Deck oder auf der Seite des Schlachtfelds befindet, verbessere diese Einheit um 1 Todesschwund. Spiele ein Necker aus deinem Deck aus. Okay. Hab all verstanden, glaube ich. Wir spielen jetzt. Gewinnt. Narkam wurde nicht an einem Tag erbaut. War das schlau? Das war dumm, glaube ich. Aber ist egal. Narkam! Los, kommt! Wer will als Erster? Oh, da gehen wir weggesnackt. War sehr traurig. Was jetzt effektiver? Wollen wir die 21 auslöschen? Wollen wir. Ich glaube ja, oder? Dann machen wir das doch glatt mal. Dann löschen wir ihn die 21 aus. Jetzt wird er wahrscheinlich passen. Er braucht jetzt ein paar Punkte. Okay. Wir nehmen einen Achter mit rüber. Wir haben noch eine Goldkarte am Start. Und zwar Triss müsste das sein. Genau, Geralt liegt da draußen. Kriegen jetzt nochmal zwei neue. Und wir haben den Hagel. Wurde das. Ist das jetzt ein müde Zeichen oder eher nicht so? Also gut, jetzt den Zwerg hier austauschen. Ja, sehr gut. Okay.
Somit haben wir jetzt nochmal zwei mehr. Zwei, weil die zählt ja erst ja in Ordnung. Zwei Karten mehr. Dann machen wir jetzt mal so. Kniescheiben gehabt. Und so. Könnte jetzt tatsächlich ein bisschen interessant werden. Also wenn wir jetzt so verlieren sollten, ist ja nicht so schlimm, aber... Wäre schon mal cool, in der zweiten Runde zu gewinnen. dann machen wir jetzt noch so. Halt durch, mein Lieber. Zack, zack, zerrapp, zapp. Schon mal wieder, halt durch, mein Lieber. Ja, beruhig dich. So. Zack. Was macht denn eigentlich sein König? Verdammt, Starrsinn-Einsatz. Generiere beißenden Frost. Undurchdringlicher Nebel oder strömender Rähren. Okay. Wir passen. Aber wir gehen, da ziehen wir die ganze Zeit Hits. Er hat noch drei Karten auf der Hand. Wir nehmen zwei mit rüber, wenn wir Glück haben. Wir haben Glück. Haben noch eine Goldkarte, eben mal Hagel und damit sollte das passen. Ist das jetzt taktisch besser angelegt, wie wir spielen, oder ist das eher taktisch nicht so gut angelegt? Was sagt ihr? Hiervon würde ich jetzt eigentlich jede behalten. Obwohl Hagel, weiß ich nicht, ob die jetzt so gut ist. Doch, ist er. Doch. Schon mit den 12 Punkten, die er da hat. Müsste das passen. Was steht denn jetzt eigentlich auf der Gegnerseite? Kann er ja nicht lesen, ne? Ich ahne Böset. Jetzt können wir gucken. Nichts. Gut. Dann machen wir das Spiel mal doch Triss aus. Wenn er das aufdeckt, dann deckt das jetzt auf. 10. Und fügt 5 Schaden hinzu. Kein zweites Sotten. Was macht die Karte? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ach, fuck. Blöde Däune. Ach, das kann doch nicht sein. Ich mag eure Art zu sterben, Mensch. Ja, da muss ich anscheinend ein bisschen die Taktik ein bisschen überdenken. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt gerade in letzter Zeit los ist. Ich weiß nicht, ist vielleicht einfach nur schwieriger geworden oder... Ich wollte gerade fragen, hier fliegt ein Helikopter lang? Kann sein. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nicht mit dem Helikopter, wollte ich nicht sagen. Ja, ich muss die Taktik irgendwie überdenken oder sonst irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist es extrem schwierig geworden. Ne? Schwer ist ja schon cool, fördert ja auch ein bisschen. Also ich finde die eigentlich spannender als das. Ja, zu leicht. Leicht ist es auch kacke. Mittelding ist auch, ja, ist ganz cool. Was aber eigentlich am coolsten ist, ist eigentlich ziemlich schwer. Weil das das fordert. Ist nur manchmal sehr, weiß ich nicht, ja. Bin mal auf eure Kommentare gespannt von der Folge und von der letzten. Die Sonntagfolge nehme ich natürlich am Sonntag auf, um euch nochmal Motivationsgrüße zu schicken. Also, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotz der Niederlagen, die wir hier erlebt haben gerade eben. Aber das ist doch halb so schlimm. Also, bis dahin, ciao mit V!